Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentle Nerds. Heute haben wir hier die Sonoff Bridge, also Sonoff RF Bridge hier da. Und zwar habe ich mir die aus einem ganz bestimmten Grund bestellt. Erstens, weil ich natürlich nahezu alle Geräte, ich meine, auf kurze oder lange Frist möchte ich alle Geräte zeigen, wie man sie flasht. Also von Sonoff, dass man da halt eben die Tastmotor-Firmware drauf bekommt. Hier habe ich auch noch einen Bewegungsmelder und so einen Tür-Fenster-Kontakt noch mit dazu bestellt. Der zweite Grund ist aber, ich habe mir hier die Sonoff, Amazon-Bewertung dazu durchgelesen, zu diesem Sonoff, zu dieser Sonoff RF Bridge. Und ich habe gesehen, hier ist nur ein Stern dabei. Und dann habe ich mir gedacht, na, warum ist da ein Stern dabei? Warum ist das so viel schlechter? Weil ich habe ja natürlich sehr gute Erfahrungen gemacht hier mit den Xiaomi-Sensoren. Habe ich auch ein separates Video zu. Und Sonoff ist an für sich auch eine sehr gute Marke, mit der ich mich gerne auseinandersetze und auch natürlich gerne beschäftige. Und dann habe ich mir hier das Ganze mal hier unten durchgelesen, warum derjenige hier das schlecht bewertet hat. Und zwar hat er hier dabei geschrieben, die Bridge wird ohne Netzteil geliefert, lässt sich aber per USB anschließen. Der Fenster, Türkontakt sowie die Bewegungsmelder kommen ohne Batterien. Beim Bewegungsmelder kein Problem, da herkömmliche Batterien benötigt werden. Der Fenster-Türkontakt benötigt aber eine spezielle 12-Volt-Batterie. Das stimmt, das habe ich gecheckt. Da kommen nämlich diese ganz kleinen Batterien rein. Die findet man heutzutage eigentlich auch schon überall. Blöd ist halt eben nur, das hat man meistens nicht zu Hause, sondern muss dann irgendwie nochmal raus in den Supermarkt, in Elektrofachhandel oder sonst was, muss ich das Ding eben besorgen. Das kann unter Umständen natürlich nervig sein. Was ich euch natürlich empfehlen kann, ihr könnt, wenn ihr so eine 433 MHz Steckdosen-Dinger aus dem Baumarkt habt, ja, in der Fernbedienung von diesen 433 MHz Steckdosen ist meistens genau solch eine 12-Volt Batterie, die hier verwendet wird. Das sind diese kleinen eben. Die könnt ihr dafür auf jeden Fall verwenden. Dann lesen wir hier weiter. Die Bridge lässt sich schnell und problemlos einrichten über die App. Sie kann dann auch andere RF-Geräte auf 433 MHz steuern. Ich habe auf Anhieb problemlos mit alten Funksteckdosen geschafft. Ich habe es auf Anhieb mit Funksteckdosen geschafft. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Man kann auch hier natürlich auch andere Geräte mit 433 MHz steuern. Ich vermute mal, das kann man hier dann auch ganz normal einlernen. Ich habe das Ding jetzt noch nicht ausgepackt, aber ich denke mal, dass es so ist. Achso, und das mit dem Netzteil, das stimmt auch. Deswegen habe ich jetzt hier mir einfach einen ganz normalen Strom zu USB-Stecker besorgt. Wie viel hat das Ding hier? Output 0,5 Volt und 1,5 Ampere. Ich denke mal, das sollte in Ordnung sein. Und dann habe ich mir hier so ein altes 3 Meter USB zu Micro-USB-Kabel noch hier ausgekramt. Aus Zeiten, wo ich noch ein Android-Handy besaß. Alles übrigens tatsächlich von Gearbest, weil diese langen Kabel, die bestelle ich immer auf Gearbest, weil das finde ich richtig geil, dass die halt genauso wie von meinem iPhone habe ich mir auch so ein 3 Meter Kabel besorgt, weil das halt hier schön mit so Nylon umschaftet ist und das kostet, keine Ahnung, 1,50 oder so kosten diese Kabel. Das dauert zwar ein bisschen länger, bis das da ist, aber pff, no one cares, da bestellst du 5 Stück von und hast immer auch noch Ersatz, wenn was kaputt geht. Naja, auf jeden Fall, das habe ich mir hier besorgt, um das Ding mit Strom zu versorgen, weil ich glaube auch nicht, dass in diesem kleinen Paket hier irgendwo ein Netzteil untergebracht ist. Also das sieht man schon anhand des Paketes. Jo. Dann, was steht hier weiter? Genau, der Fenster-Türkontakt ist dank Doppelklebestreifen schnell angebracht. Dem Bewegungsmelder liegt das leider nicht bei. Da ist nur ein Dübelset dabei. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Beide Sensoren lassen sich mit der Bridge koppeln, senden aber keine weiteren Signale an die Bridge. Die Idee, wenn zum Beispiel die Haustür aufgeht, soll das Flurlicht über Sonic Basic, wahrscheinlich Sonoff Basic, angeschaltet werden. Ist somit in der Praxis nicht möglich, da die Sensoren in keinen Szenen konfigurierbar sind. Der Support vom Händler reagiert auf Fragen nicht, ob hier eine Anwendungsentwicklung oder Materialfehler vorliegt. Die Anleitung ist englisch und nicht besonders aussagekräftig. Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung fehlt.
Gegebenenfalls machen wir die heute jetzt nicht, sondern heute geht es nur um das Flashen an sich. Aber ich möchte das halt erst trotzdem mal zu Ende vorlesen, damit ihr wisst, warum, wieso, weshalb. Schritt-für-Schritt-Anleitung fehlt, werden wir hier wahrscheinlich machen, allerdings auch nicht mit der originalen Firmware. Wir werden Tasmota hier drauf flashen, weil Tasmota ist halt einfach der Beste, wo gibt. Ist halt einfach so. Genau, und dann Ergänzungen laut laut Händler Easy World Mall ist es nicht möglich, die Sensoren, Fenstertür bzw. Bewegungsmelder als Szene mit iPhone oder iPad zu konfigurieren. Wenn man Glück hat und die Sensoren werden erkannt, kann man sie aber in keine Szenen einbinden, also die Sensordaten als Bedingung für Aktionen nutzen. Also simple Aktionen wie Licht an, wenn Bewegungsmelderalarm schlägt, geht nicht. Ja, vielleicht geht das mit der originalen Firmware nicht. Mit Sonoff Tasmota, also mit der Tasmota Firmware, sollte das dann auf jeden Fall möglich sein. Denn es wird ja quasi dem IO-Broker in dem Moment das Ganze mitgeteilt, wenn wir das über MQTT in den IO-Broker einbinden. Und dort haben wir natürlich sämtliche Möglichkeiten, irgendwelche anderen Sachen einzustellen. Vielleicht sogar out of the box, ohne dass IO-Broker dazwischen hängt. Hatte ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man zum Beispiel Wemo oder Hue emulieren kann. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht dann auch möglich sein wird, über Tasmota direkt Befehle rauszuschicken oder quasi Geräte zu benennen, die dann von Alexa erkannt werden oder. Das weiß ich noch nicht, das werde ich mir alles genau anschauen. Heute geht es allerdings erstmal darum, wie man diese Sonoff RF Bridge flasht, und zwar mit Tasmota. Das scheint auf ersten Blick ein bisschen aufwendiger zu sein, weil das Gerät anders verbaut ist. Und es geht auch anders zu öffnen und. Aber ich habe hier mir mal drei Bilder besorgt. Von verschiedenen Sonoff RF Bridge Modellen scheinbar. Einmal sieht das Ganze so hier aus, ne, dass man hier quasi in der Mitte so zwei Pins hat, hier zwei Pins und dann hier drei Pins und dann ist hier so ein Schalter dazwischen und hier ist diese Antenne für 433 MHz. Dann haben wir diesen Aufbau, wo hier links und rechts so zwei, ich glaube, das sollen hier die Antennen in dem Moment darstellen für 433 MHz. Und dann haben wir hier wieder quasi hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier ist quasi 3,3 Volt TX, RX und Ground. Und hier haben wir auch nochmal 3,3 Volt TX, RX und Ground. Hier sind vier Dinger angemarkert und hier sind es irgendwie nur drei. Warum, wieso, weshalb, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das werde ich genau hier drin dann sehen, wenn ich mir das Ganze aufbaue. Und dann haben wir hier nochmal einen anderen Aufbau. Ich glaube, das ist genau wie der erste Aufbau, nur dass jetzt hier, sage ich mal, keine Pins drin sind. Und hier ist, sage ich mal, auch das hier unten nur markiert. Wahrscheinlich, hier steht halt Issue, also irgendwas mit Fehler. Also wahrscheinlich sollte man das nicht hier flashen oder da. Wo genau man das flasht, das werden wir jetzt hier in diesem Video eben rausfinden. Gemeinsam und dann zeige ich euch das jetzt. Ich hole mir jetzt erstmal die Kamera aber ein bisschen näher hier ran, damit ich euch das hier anständig zeigen kann, wie ich das jetzt hier mache, weil ich habe das sonst immer mit der GoPro gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht so ganz, nicht so scharf, nicht so wie ich das wollte. Deswegen hole ich jetzt die Kamera hier ran. So, würde ich sagen, ist das erstmal ganz in Ordnung. Müsste ich jetzt halt eben nur schauen. Ich glaube, das ist so ganz gut vom Bild her. Genau. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt erstmal aus. Habe das jetzt hier schon mal aufgemacht. Holen wir das Ganze jetzt erstmal raus. Und die Packung packe ich jetzt erstmal hier auf die Seite. Und dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal schon mal das schöne Gerät. Ich ziehe mir mal hier das Mikrofon ein bisschen näher. Dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal das schöne Gerät. Sieht so erstmal ganz cool aus. Und hat hier natürlich auch so eine schöne Folie drauf. Die machen wir mal ab. Na, ups, so haben wir hier noch ein bisschen Zeug drauf. Ich stelle noch mal ein bisschen scharf. So ist das, denke ich mal, auf jeden Fall besser. Genau, und jetzt haben wir hinten auf der Rückseite auch noch so eine schöne Folie drauf. Die ziehen wir natürlich auch mal ab. Und das Plastik können wir erstmal beiseite tun. Hier haben wir noch so ein kleines whatever. Aha, QC-Pass. Jetzt habe ich mich sowieso immer gefragt, wofür diese kleinen Dinger hier mit dabei sind. Das weiß auch sowieso kein Mensch. Und dann haben wir hier natürlich E-Wi-Link Support steht jetzt hier quasi auch noch mit dabei. Hier haben wir den Pairing-Button an der Seite, womit man quasi dann die Geräte wohl verknüpfen kann. Hier Input 5 Volt. Und
Ja, Modell Sonoff RF Bridge 433, Wi-Fi Standard 2,4 GHz, B, G und N und dann RF 433 MHz und dann sind hier noch so ein paar Sachen drauf. Auch das CE-Siegel fehlt hier natürlich nicht. Genau, und jetzt müssen wir das Ganze hier einmal aufmachen. So, jetzt wird es quasi tricky. Hier müssen wir jetzt einmal natürlich das Garantiesiegel einmal brechen. Und ich versuche jetzt hier einfach mal auf dieser Seite irgendwie das so aufzuhebeln. So. Also wenn man hier quasi einmal so drunter ist, kann man das hier ganz einfach aufhebeln und dann seht ihr hier schon, ist es auch schon offen. Und wenn ich jetzt quasi hier nach und nach das quasi so rausziehe, kann ich es ganz öffnen. Die Hülle brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns jetzt, sage ich mal, um das Innere und haben hier den mittleren Aufbau, den ich eben gezeigt habe. Also der, wo quasi hier links und rechts diese zwei Antennen eben sind. Ihr seht das so, glaube ich, ganz gut. Ja, so kann man es auf jeden Fall ganz gut sehen. Und genau, jetzt geht es eben halt darum, wie flasht man das Ganze. Wir haben jetzt hier in der Mitte quasi einmal den On-Off-Button. Wenn ich das hier, glaube ich, auf Off setze, dann kann ich das Ganze flashen. Also dann ist es quasi automatisch in dem Flash-Modus, wenn ich das richtig verstanden habe. Dafür ist dieser Schalter da. Genau. Und jetzt ist halt hier eben die Frage, genau, weil hier hat nämlich einer gefragt, where to flash. Und zwar hat er nämlich hier gesagt, es gibt hier einmal hier die Möglichkeit, das Ganze, ich nehme mal ein bisschen feineren Schraubenzieher, es würde jetzt quasi einmal hier die Möglichkeit geben, das Ganze zu flashen, ne, weil hier haben wir einmal 3,3 Volt, TX, AX und Ground. Und hier in der Mitte haben wir auch nochmal 3,3 Volt TX, RX und Ground. Jo, das ist jetzt halt eben hier die Frage. Ich zoome mal gerade ein bisschen ran, dass ihr das mal hier ein bisschen besser seht. Ja. Ups. Ja. Also ihr seht jetzt hier, haben wir quasi zwei verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, hier einmal TX, RX und Ground, 3,3 Volt TX, RX und Ground und hier haben wir halt auch nochmal Ground, TX, RX und 3,3 Volt. Ja. Hier quasi einmal hier und einmal hier. Jetzt ist halt die Frage, welches davon verwenden wir? Es gibt ein paar Besonderheiten, die mir jetzt aufgefallen sind, die werde ich euch jetzt alle erläutern. Also Punkt 1 ist natürlich, was ganz klar war, hier haben wir auf diesem Board diesen kleinen Schalter, der ist standardmäßig auf On, beziehungsweise hier unten, ja, On und hier unten steht noch S2 oder sowas. Das muss hier einmal auf Off geschaltet werden, also das müsst ihr hochdrücken. Dann sind es definitiv hier oben diese Pins, die wir verwenden müssen zum Flashen. Also wenn ihr das Gerät quasi so habt, dass hier unten rechts die ganzen LEDs sind, hier auf der linken Seite, da wo jetzt euer Daumen ist oder mein Daumen ist in dem Fall, hier muss dieser Pairing-Knopf sein, der spielt übrigens gleich auch noch eine wichtige Rolle und dann haben wir, wie gesagt, hier oben diese Pins, die wir verwenden. Zu den Pins ist zu beachten, wir haben hier ganz normal der erste, der ist hier irgendwie ein SDA-Pin, den brauchen wir nicht. Wir brauchen quasi von rechts 4 Pins nach links gezählt, also den hier, wo das so ein bisschen eckig, sage ich mal, ist, weil hier seht, hier die 4 sind alle so mit rundem Lötzinn umgeben und hier haben wir das Ganze so ein bisschen eckig. Dieser eckige, das ist ganz normal 3,3 Volt. Dann haben wir hier RX, TX und Ground. Zu TX und RX ist zu sagen, dass wir vom FTDI TX auf RX und RX auf TX hier anschließen müssen. Genau, dann ist noch wichtig, hier, das ist der ESP-Chip. Und dieser ESP-Chip ist hier kein regulärer ESP8266-Chip, wie das auf den meisten Sonoff-Geräten der Fall ist. Dies ist ein ESP8265-Chip. Hierbei ist nämlich Folgendes zu beachten. Ich zeige euch das ganz kurz mal hier in der Arduino IDE. Und zwar müsst ihr hier schauen, wenn ihr auf Werkzeuge geht, dann Board, hier haben wir das Ganze. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, den Generic ESP8265 Module auszuwählen, also das ESP8265 Module. Und dann natürlich CPU Frequency bleibt hier auch auf 80,
Dann Flash Size ist jetzt hier in dem Fall 1M 512K Spiffs. Upload Speed bleibt bei 11.5200 und dann natürlich muss hier euer Device ausgewählt werden. So, dann würde ich auch schon mal sagen, fangen wir schon mal damit an. Wie gesagt, ihr müsst jetzt hier erstmal das Ganze auf, also hier muss quasi auf diesen Pairing-Knopf müsst ihr draufdrücken und den auch gedrückt halten, während ihr quasi hier die Kabel vom FTDI hier oben einführt. Also hier, wie gesagt, erstmal gucken, das muss auf Off stehen, dann hier gedrückt halten und dann hier die Kabel vom FTDI-Board draufpacken. Ich guck mal, dass ich das Ganze, na, das habe ich es aus Versehen. Das ist leichter gesagt als getan. So, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich das Ganze hier auf jeden Fall so dran. Und ja, so seht ihr das Ganze auch ganz gut. Und jetzt können wir hier ganz einfach auf Upload klicken. Wenn das nämlich jetzt alles richtig eingestellt ist, dann haben wir hier auf jeden Fall gleich den Upload, der startet. Ja, der Upload startet auf jeden Fall und lädt jetzt hier sein Programm eben drauf. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig ist das mit diesem ESP8265 Chip, dass ihr das auswählt. Ich habe eben ein paar Mal schon erfolgreich mit 100% das Ganze hier flashen können. Allerdings hat dann sich das Ganze nicht mit dem WLAN verbunden, weil scheinbar ESP8265 und ESP8266 andere Konfigurationen fürs WLAN brauchen. Wichtig an der Stelle ist halt wirklich, dass ihr hier das richtig macht und ihr müsst auch während dem Flashen hier immer diesen Knopf gedrückt halten. Ja? Wenn ihr mal aus Versehen runterkommt, ist nicht schlimm, könnt ihr einfach wieder neu draufdrücken, nur es muss halt auf. Und jetzt achtet mal hier auf diese zweite LED hier. Habt ihr das gesehen? Ja, hat sich jetzt direkt blau eingeleuchtet. Es kann auch sein, dass es nur mal ganz kurz blau blinkt. Aber daran seht ihr, wenn jetzt 100% hier erreicht sind, dann blinkt das Ganze oder entweder blinkt es kurz auf oder es leuchtet jetzt hier in meinem Fall durchgehend. Und daran erkennt ihr, dass ihr das Ganze erfolgreich geflasht habt. Und zwar auch mit der richtigen Einstellung vom Board. Das ist wirklich ganz wichtig mit diesem ESP8265. Und genau, dann lasse ich hier mal den Knopf los und würde sagen, schließe das Ganze jetzt hier an dem normalen Strom mal an. So, machen wir das hier Ganze an den normalen Strom. So, jetzt seht ihr hier auch, ist das Ganze hier am Leuchten. Wenn das Ganze nicht am Leuchten ist, ihr könnt auch einfach hier diesen Pairing-Knopf nochmal neu drücken. Und dann geht das Ganze hier quasi an und aus. Ich finde es sinnvoller natürlich, wenn es blau leuchtet, weil dann wisst ihr, dass das WLAN an ist, weil wenn wir hier uns diesen Deckel mal drüber halten, dann sehen wir, okay, der grüne Knopf hier unten steht für Power, der blaue Knopf steht für Wi-Fi und der obere steht für RF. Ja, deswegen, Wi-Fi sollte natürlich leuchten, damit wir hier weitermachen können. Der nächste Schritt ist nämlich dann, sich einmal auf die Fritzbox aufzuschalten und hier nach einem Sonoff-Gerät zu suchen. Hier sehen wir schon, haben wir das Sonoff 5106. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz drauf und nennen das Ganze hier Sonoff unterstrich, beziehungsweise unterstrich darf man nicht, Bindestrich, RF, Bindestrich, Bridge, dass wir wissen, was das für ein Gerät ist. Fügen hier immer die gleiche IP-Adresse hinzu und dann klicken wir einmal auf OK. So, jetzt haben wir das hier auf jeden Fall schon mal fix. Jetzt können wir uns die IP-Adresse hier kopieren. Das war jetzt hier in dem Fall, wo haben wir sie? Sonoff RF Bridge, die mit der 89 am Ende. Das habe ich hier schon mal aufgemacht.
Hier mit der 8.9 können wir noch einmal neu laden, dann seht ihr das, ist hier aktuell auf On. Ne? Und jetzt könnte ich jetzt hier auch quasi einfach Toggle klicken. Seht ihr das? Wenn ich auf Toggle klicke, jetzt ist auf Off, dann ist auch hier das blaue Licht off. Und wenn ich auf On toggle, dann geht hier das blaue Licht an. Ne? Also kann jetzt hier auf Toggle klicken, wie ich möchte, das funktioniert schon mal. Dann ist hier noch wichtig in der Configuration, müssen wir hier einmal das Modul konfigurieren. Wir müssen ja dem Modul sagen, dass wir hier eine Sonoff Bridge haben. Jetzt haben wir oben Sonoff RF, hier unten ist aber Sonoff Bridge. Ich glaube, das ist das Richtige, ja, das ist das Einzige. Genau, Sonoff Bridge muss jetzt hier einmal ausgewählt werden. Dann klicken wir auf Save. Jetzt startet das Modul hier einmal neu. Ihr seht, es hat jetzt auch hier gerade geblinkt. Und after a few seconds sollte das Ganze hier wieder da sein. Da gucken wir einfach mal hier. Main Menu, jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir hier natürlich ein ganz anderes Menü. Also wenn ihr euch das Menü jetzt hier anguckt, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, also 1 bis 16. Ich drücke hier einfach mal gerade wie doof drauf. Also da passiert erstmal gar nichts, wenn ich hier quasi die Zahlen drücke. Wahrscheinlich kann man dann da hier die ganzen Dinge, also die ganzen Sensoren jetzt hier, denke ich mal, einlernen, vermute ich mal. Und dann haben wir hier natürlich unter Configuration noch die Möglichkeit, unser MQTT einzustellen und hier Configure Other. Hier können wir natürlich auch wieder Single Device, Multi Device, unser Belkin Wemo oder die Hue Bridge direkt emulieren. Habe ich auch ein separates Video zugemacht. Und ja, in einem weiteren Video werden wir dann uns natürlich hier anschauen, unter Main Menu, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Einlernen von den Tür- und Fensterkontakten, von den Bewegungsmeldern. Was ich nicht hier habe, ist ein Temperatursensor zum Beispiel. Das soll es ja auch hier für das Gerät geben. Da müssen wir halt einfach mal nachschauen. Genau, jetzt werde ich mir hier noch mein MQTT kurz konfigurieren. Das Gerät ist hier schon mal richtig konfiguriert, heißt aber nicht Client, was weiß ich, sondern es ist Sonoff-RF-Bridge und dann hier einmal auf Save. Und das sollte dann jetzt natürlich auch schon in dem IO-Broker drin sein. Wenn wir da kurz mal drauf gehen, 192.168.178.21. So, da sind wir dann natürlich ja, so nicht auf dem IO-Broker. Hier hinten muss natürlich die 1 hin, so. Und jetzt sind wir im IO-Broker drin, wenn er den lädt. Ja, dann haben wir hier unter Objects, das können wir natürlich einmal neu laden, damit das nicht so flackert. Und jetzt können wir hier unter Sonoff schauen. Sollte erstmal einmal hier wieder das blöde Gerät drin sein, weil wir das eben noch nicht umbenannt hatten. Das kann ich hier an der Stelle einmal löschen, weil ich weiß ja, das ist nicht das richtige Gerät. Und hier haben wir Sonoff RF Bridge. Und wenn wir hier auf Info klicken, sehen wir auch hier alles und hier haben wir auch Power und so weiter und so fort. Hier ist alles natürlich ganz normal hinterlegt. Hier ist natürlich jetzt auch aktuell zu bemerken, hier haben wir aktuell noch keine Sensoren drin. Das kann aber daran liegen, dass wir jetzt noch keine Sensoren eingelernt haben. Das werde ich in einem weiteren Video zeigen und jo, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier erfolgreich die Sonoff Bridge geflasht. Wir können das Ganze hier natürlich noch kurz zusammenbauen. Ist prinzipiell, denke ich mal, ziemlich einfach. Wir setzen das Ganze erstmal hier, würde ich sagen, wieder in dieses kleine Case hier rein. So, dass wir hier natürlich den Anschluss an der richtigen Seite haben. Sprich, einfach hier so reinsetzen. Dann könnt ihr hier, bis ihr hier halt hier wieder den Anschluss auch an der richtigen Stelle seht. Und ja, wenn das dann hier so einmal richtig drin sitzt, könnt ihr hier von der anderen Seite das Ding hier wieder richtig draufsetzen. Orientiert euch hier einfach an den LEDs, dass die hier über den LEDs auch wieder sitzen. Einmal klapp, klapp, klapp. Und dann sitzt das hier wieder drin, ist komplett zusammen. Und wir haben einen Sonoff mit Tasmota geflasht. Eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota geflasht und die funktioniert jetzt einwandfrei bzw. wahrscheinlich sogar noch besser als vorher. Und ja, dann würde ich sagen, im nächsten Video geht es dann mal darum, wie man hier mit diesem ganzen Gerät etwas Sinnvolles machen kann und hier zum Beispiel diese ganzen Sensoren damit verknüpft und wie sich das Ganze dann verhält.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein preiswertes Smart Home wünsche ich euch weiterhin und macht's gut.